Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone und dem Beagle. Nein, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, wie das Spiel heißt. So, hat er auch diesen heftigen Blick? Anscheinend nicht. Zumindest noch nicht, weil ich vielleicht ich in einem Gebiet. Ich kann durch Mauern sehen oder Säulen sehen. Faszinierend. Abgeschlossen. Okay. Kann ich noch mal rausgehen? Vermutlich nicht, weil wir durchaus den Erzähler gewechselt haben. Also die Perspektive. Nein, das werde ich noch nicht machen. Ich will mich umgucken. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Da ist ein Schlüssel. Ja. Da sonst noch irgendwas drin sein? Nein. Das ist ganz nett, aber ich möchte mich trotzdem erstmal hier umgucken. Er hat zwar anscheinend nicht die nach, was Robert gefunden hat. Ja, was hat Robert denn gefunden? Ein Generator, ja. Moment, ich mach das gleich. Andererseits, ich weiß nie, was Haupt- und Linkshandlungen sind, ey. Wir können ja mal versuchen. Ah, okay, das Tor geht nur auf, wenn wir Generator anmachen. Das sollte die Tür öffnen, oder? Eigentlich ja, aber wir müssen erst Generator-Action machen. Das sind sehr subtile Easter Eggs, das finde ich lustig. Und auch sehr cool. Yo, Robby. Kaputt? Scheint so, ja. Ups, jetzt bin ich in Roberts Gesicht. Naja. Lass mich mal sehen. Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht. Das war nicht, Nicht was? Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Nur wir drei. Also bin ich einfach im Weg, ja? Okay, es ist so. Ich habe die ganze Nacht versucht, ein paar Minuten allein mit Chris zu reden. Und das war nicht einfach. Du bist doch bloß genervt, weil Chris nicht mit dir abhauen und rummachen will. In dem Unterschlupf des Mannes, der mich fast zur Waise gemacht hätte. Das habe ich nicht gesagt. Ich kann nichts dafür, dass sie mehr an die Arbeit denkt als an dich, Mann. Ach, jetzt hör doch auf. Was geht, Party People? Die Tür da drüben braucht Strom, damit sie aufgeht. Da drin war ein Schlüssel. Vielleicht ist er nützlich? Könnte sein, ja. Läuft der Generator? Nein, der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Dann suchen wir doch mal. Oh Mann. Aber das andere wäre jetzt vermutlich nicht viel besser gewesen. Könnte für den Generator passen. Die Nägel sehen eigenartig aus, wenn ich ehrlich bin. Wenn sie nicht gerade lackiert sind, meine ich. So, was haben wir denn noch hier rumfliegen? Ich suche mal hier vorne. Hier waren nämlich auch viele Sachen. Ich hatte eigentlich gedacht...
das logischerweise... Ah. Könnte mit dem Generator helfen. Tja, so einfach ist es anscheinend nicht, den Generator zu reparieren. Hier muss ich echt arbeiten dafür. Die hatte ich ausprobiert, ne? Ja, die hatte ich... Ach, shit. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's erst zu spät gesehen, dass es mir angezeigt worden ist. Hm. Kann er sich da durchducken? Vermutlich nicht. Während du, oh Gott. Tala! Fühlt sich tatsächlich an wie Dead by Daylight. Alter, ist das verzögert. Ah, da musst du aber auch echt rechtzeitig genug drücken. Alter, ich habe gar nicht so spät gedrückt, Leute, aber das Nachziehen ist echt heftig. Gut gemacht. Danke. Also zum Überleben muss ich 4 Generatoren anmachen, damit die Notfalltür aufgeht. Weiß doch jeder. So. Ich glaube, hier komme ich nicht so leicht mit davon. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Hier könnte es Dinge geben. Coole Dinge. Dinge, die ich haben will. Oder? Hm. Verschlossen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang. Kann ich den nicht einfach aufbrechen? Ich meine... Ihr wollt mir sagen, ihr könnt das Glas nicht... Das ist doch ein Schlüssel. Ah, ich sehe was. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Sehr praktisch. Vielleicht kann ich ja irgendwo einen Stein finden. Oder ich finde keinen Stein, sondern einen Weg. Benutz bloß nicht deine Taschenlampe oder so. Mach das nicht. Taschenlampen sind so überbewertet. Ich fasse es nicht, dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Ich fasse es nicht, dass du am Rummeckern bist. Achso, herunterklettern. Okay, ich dachte, da wäre jetzt eine Anzeige gewesen für... Okay, was haben wir denn hier? Weiß nicht. Ah... Tja, viel zu wenig. Soll das heißen, hier ist ein Glücksbringer in der Umgebung? Hm, man weiß es nicht genau. Wo passt du rein, kleiner Schlüssel? F-Stone. Ein Waggonschlüssel. Okay. Ist hier sonst nichts? Und sie hätten jetzt nicht einfach die Scheibe aus... Ja. Ach, egal, komm. Da ist ein Etikett drauf. F. Stone. Ach du Scheiße. Meinst du? Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Oh Mann.
Jetzt hat sie den Schlüssel genommen? Ich glaub's ja nicht. Probieren wir doch mal den Schlüssel beim Waggon? Ja, ja. Bin dabei. Manchmal verzieht die Grafik so zwischendurch ein kleines bisschen, wenn ich ehrlich bin. Können wir jetzt über Taschenlampen reden? Oder sind Taschenlampen so unglaublich überbewertet, obwohl man sie hat? Ich habe immer noch keinen Spürsinn irgendwie. Das kann ich nur hoffen. Wow. Wir müssen nach oben. Was war das für ein Geräusch? Ich habe irgendein unangenehmes Geräusch gehört, das ich jetzt nicht bestimmen konnte. Springst du? Jaime? Ah, okay. Okay, alle Babys mal beiseite. Was ist denn im Moment mit den Kollisionsabfragen in Spielen los? Oh, warte mal. Bist du sicher, dass du das machen willst? Jupp. Yep. Dann soll sie bitte vorgehen. Komm, Robbie, spring! Oh, das war knapp! Ich wollte doch was trinken! Danke, Mann. Das wäre kein angenehmes Ende gewesen. Ich hätte es nur ungern deinem Dad verklickert. Es wäre ein noch unangenehmeres Ende gewesen. Jo, schau mal. Wow. Direkt durch die Wand. Ey, dieses Spiel erlaubt dir einfach nichts. Du willst was trinken, während da eine Zwischensequenz ist? Tja, mit Pech ist dann jemand tot. Oh, was zur Hölle? Oh, Scheiße. Verdammt. Ist das ein... Ja. Und es hat Freunde. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Erkunde das Versteck. Wow. Notizbuch des Maschinenschlossers. Von mir aus. Hier. Wer sind die anderen Leute? Parker, die hinein will, nah ran, jeden Schlag spüren, ihre Schreie hören. Kessler eh, diesmal aber richtig, besser Kontrolle. Für den Hals kleine Schnitte sauber halten, ihre Angst schmecken. Oh. Ein Wesen, geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbreiten, schneiden, richten. Nee, warte mal. Das war falsch. Ey, macht's nicht! Bei mir aus. Eine Luke. So muss Stone rein rausgekommen sein. Fuck! Was ist? Oh! Verdammt! Sie war wohl eins von Stones Opfern. Sie wurde nie gefunden. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Das ist wahr. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst, wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich, Mann! Warte! Worauf denn? Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Da hat er recht. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich?
Aber der Film... Hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Er sollte zum Sheriff. Wir haben, was wir brauchen. Aber... Geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an, okay? Wir sollten von hier verschwinden. Hör auf, dich umzusehen und verschwinde. Die Bodenluke. Er hat die eine Bodenluke gefunden. Wer kennt sie nicht, die eine besondere Bodenluke? Polizei geht im Fall Corinne und Freundin von Mord aus. Nachdem mehrere Tage gemutmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd Kussisch gestern Abend bekannt, dass die Polizei im Falle von George Callahan und Joyce Barton, die tot bei Hawkland Point aufgefunden wurden, von einem Doppelmord ausgeht. Okay. Ich hör auf, dich umzugucken. Ha? Ich habe mich nicht daran gehalten, ne? Tja. Die Bodenluke, auch so ein Easter Egg. Wir müssen los. Sollte ich Easter Eggs wiedererkennen? Ich bin jetzt nicht so vertraut mit Dead by Daylight. Ich spiel's nur hin und wieder mal privat ein bisschen und das auch nur alle Jubeljahre. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Ich will sie jetzt nicht direkt anbluffen. Meinst du, das zu bewegen ist eine gute Idee? Ich brauche unbedingt eine Aufnahme davon. Ja, aber das ist Beweismaterial. Niemand kann beweisen, dass wir das vor dem Dreh wussten. Glaubhafte Bestreitbarkeit. Bist du bescheuert? Ich glaube, das meint was anderes. Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Du checkst nicht, worum es geht. Genau darum geht's. Du bist doch total besessen von diesem Film über Frank Stone, seit du von ihm weißt. Und? Und es fühlt sich nicht mehr an wie unser Film. Nur wie dein Film. Wir drehen diesen Film zusammen. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Nur wir zu zweit. Heimer! Every time I turn around... Oh nein! Wir sind jetzt alleine. Ja, und ich denke immer an dich und Robert. Die ewig gleichen Supermassive-Probleme. Wir brauchten Hilfe. Und sie ist eine Freundin, so lernt ihr euch auch mal kennen. Nur, manchmal fühlt sich's an wie eine Verschwörung gegen mich. Stimmt nicht. Wir sind nicht gegen dich. Fühlt sich so an? Ja, aber es stimmt nicht. Erzähl mir nicht, wie ich mich fühle, Mann. Hör mal. Ich habe angefangen, dich zu daten, weil wir Spaß zusammen hatten und dieser Film echt Spaß gemacht hat. Aber das... Das hier macht keinen Spaß mehr. Also... Was meinst du damit? Ich will sagen, wenn wir keinen Spaß mehr haben, dann sollten wir vielleicht keine Beziehung mehr führen. Ich habe das Gefühl, das ist eher eine Aussage als eine Frage. Nun. Ich kann dich nicht umstimmen, oder? Wahrscheinlich nicht. Dann war's das, ha? Huh? Wir machen also Schluss. Ich brauche diese Aufnahme. Ja, natürlich. Ja. Okay. Alter, wie schlecht ist jetzt meine Beziehung mit dir? Gar nicht mal so schlecht. Ich frag mich halt, was wäre jetzt gewesen, wenn ich sie zusammengelassen hätte? Hätten sie denn größere Überlebenschancen? Was ist das für ein kranker Scheiß? Oh, sag mir nicht, das Ding wird von Negativität angezogen und ich habe das gerade... Oh, das sieht schlecht aus. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt losgeht, Leute. Was? Weiß nicht.
Was zum... Alter, wäre ich da hingerannt, wäre ich 100% tot gewesen. Sorry, aber Beyond the Gate. Irgendwas? Ah, Knödel-Dude. Ich sehe nichts. Ich sag euch, diese Tür ist Zeitverschwendung. Was immer da drin ist, ist wichtig genug für sie, um es mit diesem Ding zu sichern. Wir müssen es wohl lösen, um reinzukommen. Da ist ein freier Platz. Es muss ein fehlendes Stück geben, das dort reinpasst. Okay. Angenommen, wir machen uns alle auf die Suche nach dem fehlenden Zylinderbecher-Ding. Selbst wenn wir es finden, wie lösen wir den Rest davon? Vielleicht gibt's im Innenhof noch irgendeine Art Hinweis. Warum sollte jemand einen Hinweis für sein extrem kompliziertes Schloss einfach preisgeben? Praktisch unmittelbar davor? Wie wär's... damit? Guter Gedanke. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Ach, schade, dass die Hand nicht ab ist. Okay, ihr Lieben. Ich mache hier einen Cut rein, beziehungsweise ich will einmal Schicksal. Linda Madison. Absala. Jamie rannte von Chris weg und ließ sie im Stich, als sie durch das Portal gezogen wurde. Ja, sorry, aber ich bin mir relativ sicher, dass er sonst tot gewesen. Jamie, aha. Ich bin mir sehr sicher, dass er sonst tot gewesen wäre. Da bin ich mir 100% sicher. Ich bin gespannt, Leute. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht auch nicht. Habt einen schönen Tag und haut rein.